Also ich höre irgendwas, ich habe aber auch mein eigenes Knochen hören. Ihr hört seinen Knochen aus. Mich hört man nicht? Ich bin auch leise. Sänger auch bitte auf dem Monitor. Nochmal den aber ich glaube, Sänger bitte auch im Studio. Oder einfach alle anderen leiser, das ist sexier. Kennst du doch. Aber mir ist egal, ihr könnt mir auch auf die Lippen gucken. Das mit dem Benny auf, da, dass man den hört. Ich höre mich! Also ich bin. Dann stelle ich mich jetzt da. Mein Problem ist nicht, wenn ich die anderen hören könnte. Ich habe auch so Gummischeiß in den Ohren. Ich bin Vertreter der Ohrschonung, trotz aller Gewalt und Bier. Und, das nächste Lied haben wir von Andreas, das heißt Andi. Hat ihn niemand von den Bohnen gekriegt. Nach den Sommerferien kam ich zur Schule. Hat mich mit einem neuen Tanz auf meinen Stuhl. Und dann verstand ich sein Rock nicht mit der Vera. Ich würde es auch noch nie wieder mal sehen. Ach, wie gern Vera. Yeah.
ich da wohl auch zugehöre. Das ist eine große Frage. Wo kam gerade das Bier her? Da lag so, flog mir entgegen. Danke übrigens auch. Wir haben euch genauso lieb wie ihr eure Mütter. Und das ist keine Beleidigung eigentlich, das ist ganz nett. Bloß wenn Mutter irgendwo reinkommt, dann ist es mal direkt Beleidigung. Es ist einfach so in dieser traurigen Welt, mein Dealer. Da liegt ja auch eine Playlist. Porsche! Ja, richtig, Porsche! Ich möchte, also wir alle ab und zu mal zusammen das schönste, härteste und gewaltvollste Wort der deutschen Sprache brüllen. Porsche! 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 Ja, völlig aktuell. Legen wir los, Dealer. Oder habe ich das richtig gesehen? Ja, habe ich. Mein Schüler, gleichzeitig noch mal Psychiater und meinen besten Berater. Er ist für mich wie ein Vater, nur dass er sie jetzt verdient. Mein Schüler, der jetzt mal im Bürger bedroht und sieht dabei nicht mal den Schauer. Und wenn ich zwei Grad keine Frau hab, dann ist er mir schnell und im Krieg. Ich will dafür, dass alle Leute einen Meter nach vorne kommen.
Alle Leute, aber dann auch die Leute, die außerhalb von dem Laden sind hier? Alle mal einen Meter näher ran und Blutpogo bitte. Ich habe überlegt, ob ich zum Sitzen singen soll vielleicht. Was? Nee, oder? Hast du ein bisschen mehr Love? Na, mach mal zum Stehen. Für jeden Zahn, der mir auf die Bühne gebracht wird, darf ein Roman ein Kerlchen von meinem String wegknabbern. Das ist ein guter Deal. Ich hau mir den paar raus. Also jetzt Zähne rauskloppen, beim nächsten Lied ist das Autobahn. Wie ist das? Moment, das kommt in unser Stack. Das wird ins Album eingeheftet. Oh nein, Roman. Sexy. Okay. Ich. Fotze. Und die Bullen. Denn auf Supermarkt ist ja dann kann man prima in der Pfanne liegen. Leider hat der Milliardär nichts vom Essen geschattet. Ich wollte zu tun, wer die Bullen sind. Ich hab nur das Timing, als die Bullen auf uns sind. Wenn ich jetzt so langsam abhaue, ist der schöne Tag. Ich werd nicht gehen. Jetzt lass den Tür zu kommen, sie geliebt. Und ohne mich bringt, ich bin nur der auf den Kopf. Den nehm ich auch, ohne mich bringt jetzt. Leider fahre ich das Antlitz und mir schlägt. Die Bullen auf dem Dach und war schon untergesprungen. Und hab den Bullen her, die Karte her, die Schlüssel langfrühen. War ich über 90 und der Polizei reingung. Ich hab da so ein Gefühl, dass der mich morgen in der Zeitung auf meine Brüche rückt. Und mit jedem Rast und auf jedem so ein wunderschöner Tag im Kursland. Und gegen mir war noch ein Kampf für den Herrn. Und es gibt nicht von mir, das wurde keine Nacht allein. Dass die Decke ist, die die Bullen vertrappen. Auch in den dicken Boot, ich bin lieber auf Hose als du. Ich
Liebe. Das Thema des heutigen Abends. Am 12. September, einen Tag nach dem großen Autounfall auf der A6. Okay. Like
du hier jetzt Stress oder was? Space Boy, I always wanted you to grow into Space Boy, intergalactic Christ. Eine der sexieren Nummern, die du ab und zu mal singst. Ich bin der Party! Deine die heute hat auch auf Rock Your Body! Das hast du sehr gut gemacht. Das nächste Lied ist von Lanza, das heißt eure Balladen. Blutpogo gesehen und ihr seid genau die richtige Scheiß-Crowd dafür, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Das nächste Lied ist Pogo geeignet, ist handelt von der Schweinegrippe, das ist Virus. Virus B134. Sag mal ehrlich. Der wollte nie nackt auf die Bühne gehen, aber mit dem Ding bleibt er übrig. Wenn ihr es esst. Vielleicht gerade mal so. Nee. Da ist Scheiß.
was in die Playlist gepiekt, Babyboy. Weiterhin hier, der Biene aus Berlin. Er hat seine Trompete mitgebracht, aber nicht heute. Okay, Kids. Also das nächste Lied, das kommende Lied ist der Höhepunkt des heutigen Abends. Das ist das Lied, das ist unser neues Lied. Das ist sehr schön. Ja, it derives in a culture known by people who lived in the 80s. Yes, they have seen those animated series you nowadays only can watch on YouTube, but in these times they were every Sunday and Saturday morning in our TV queue, and we watched them and loved them. And I don't remember them, but I remember the title song. It was a grand song from lovely people. I had read an interview with the man who wrote it, but it's now time to play it and not bore you anymore longer. Yes, it is. Is it? Yes, it is. Yes, it is. Aber stopp! Alle gerne. Falling.
damals haben wir unser Bier noch mit D-Mark bezahlt. Damals habe ich mich gefreut, weil meine Eltern mir Süßigkeiten in die Schüssel in den Fernseher gelegt haben, Baby. Yeah, Baby. Ey, Fischlunge, kannst du kurz öffnen? Ein Burger. Ah, ja, ist... geil. Auf Zug. Ein Geheimtrack. Ja, Geheimtrack. Schafe! So. Ich hab eine Frau am gleichen Tag vor der Gartenhäuser entmorten. Sie ist vor der Tür, der Doktor sagt, ich sei gesund. Ich hab den Job, den guten Stelle mit Gartenhäuser gewohnt. Jetzt gerne mal gut helfen, die Bombe für die Konkursion. Und das Leben zieht an mir vorbei. 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 Ohne Effekt. Geschoben? Nein! Bis weg! Nein! 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 Und das Leben zieht an mir vorbei. Und das Leben zieht an mir vorbei. Und das Leben, das Leben, das Leben, das Leben, das Leben zieht an mir vorbei. Und hier ist eine Riesen-NPD-Demo in Hamburg. Und ich wurde Nazis
Nazis verprügeln und etwas stand zwischen mir und den Nazis, die ich verprügeln wollte. Und das zwischen mir und den Nazis stand, war die Polizei! Ein bisschen taub, ja. Und es ist genau das, was wir vorhaben für euch morgen. Sexy Hexen. Knastparty ist. Aber wir wollen doch alle nicht wirklich im Knast landen. Und wenn wir da sind, dann können wir auch unsere Hände bewegen. Ich hab nicht verstanden.
Wir haben die
Matt und danke für eure Unterstützung und sonstigen Team. Was Brush verbrochen? Er hat dieses Bild gemalt. Und wer möchte es haben? 100 Euro. Okay, wir fangen damit an. 100 Euro ist ein guter Einsatz. Wir machen dann, nachdem wir gespielt haben, weiter mit der Versteigerung. Ja? Guys, ich bin dabei. Sexy Hexen, das spielen wir. I got my first 16. Lala, nee, kein Text. Oh, fire! The soul is full of love. Das Ende ist nah. Du bist der Mann. Okay, Eisenmann.
Strophen vergessen, aber ich werde es uns nicht. Der Text in der Strophe, den ich verpasst habe, war der Bayer. Hat jemand gemerkt, dass ich irgendwann Every day in my dreams I see you. Also das habe ich auch gespielt. Aber. Also wir spielen jetzt unser letztes Lied. Go on. Es ist unser letztes Lied und es geht um Selbstmord. Es geht um Selbstmord, das heißt Suicide. Suicide, geil, das spiel ich gerne, gefällt mir. Wenn sie auch mögen, Boys, Girls. Yeah.
Frauen mit dicken Fotzen muss ich kotzen. Im Berliner Hauptbahnhof von dir. Sie hat mich durch Stacken gespaßt. Ich habe mich sehr gut gefühlt damit. Danke. Danke für alles. Auch den Tonmann, der ganzen euch allen einfach. Ich habe mich voll gefühlt, meine Scheiße. Mach mal so, oder? Morgen wieder. Danke, sexy. Yeah. Applaus für euch. Applaus für euch. Leute, das waren jetzt Flüsse. Ne? Was noch schön am Erdrad. Und für alle, die es nicht wissen, das sind die Geisten. Ja? Und danach kommen nochmal die Geisten. Fluss-Gerinse. Gleich. Fluss-Gerinse! Was? Und die kommen gleich. Und danach kommt noch eine Band. Cube Casino. Jawohl. Und ihr seid auf meiner Party, weil das ist meine Party hier, mein Geburtstag. Und deswegen kriegt ihr heute alle frei zu trinken und deswegen solltet ihr eben auch bis jetzt betrunken sein. Das war eigentlich der Sinn dazu. Habt ihr auch Spaß gemacht? Was machen wir, wenn der 30 würde? Okay, bis gleich, ihr Feierabend!